So, herzlich willkommen jetzt hier zum Chrono-Test. Schusstest kann ich aktuell leider nicht machen, weil ich einfach finde, also klar, ich könnte eine Wohnung machen, aber ich finde einfach, das macht nicht so viel richtig Sinn. Jetzt hier ein Magazin drin, 0,12, das sind die mitgelieferten Gramm BB. Ich habe das auch schon mit 0,25 und so weiter ausprobiert, da muss ich nochmal gucken, welche ich genau nehme. Jetzt für den Test habe ich mir gedacht, okay, nimmst du einfach den. Die Kugeln, weil die bisher am besten funktioniert haben, sprich, wo auch dann hin und wieder wirklich mal drei rausgekommen sind. So, wir gucken jetzt einfach mal. Ihr könnt jetzt natürlich am Anfang die Waffe nicht sehen. Ich will nur mal ganz kurz da quasi zeigen jetzt, dass da eventuell auch keine Kugeln rauskommen. Also wir laden einmal durch. Ich halte es einfach mal relativ nah ran hier, damit ihr A noch was seht und B. So, und da sehen wir schon, okay, keine Kugel drin. Obwohl wir eigentlich eine drin haben müssten. Jetzt haben wir sie drin und wir sehen, wir haben hier oben eventuell sogar zwei Einschlaglöcher, je nachdem, wie man das jetzt interpretiert. Und hier noch eins. Daraus will ich jetzt mal schließen. Wir haben wirklich diese drei Kugeln rausgefeuert. Hat nochmal hier daneben jetzt. Da könnten es jetzt alle drei gewesen sein oder halt eine. Das ist halt wirklich immer schlecht zu sagen. Eventuell fehlt ja auch jedes Mal drei und ich check's einfach nur nicht. Das ist natürlich auch möglich. So, jetzt haben wir hier den Chrono. Ja, ihr könnt das ganz gut sehen. Wir stellen jetzt mal ein auf 0,12, 6 mm BB. Macht Sinn. So, das waren jetzt richtig, ne? Ja. So, zurück. So, den haben wir jetzt. Mal ganz kurz gucken, ob schon geladen ist. Nein. So, jetzt ist das Ganze geladen. Den Kollegen nehmen wir jetzt hier. Jetzt müssen wir nochmal gucken, dass ich da nicht den Chrono kaputt schieße. Aha, 0,02 Joule, das kann natürlich nicht ganz hinkommen. Gucken wir nochmal. Jetzt hat er plötzlich 50,7 Joule. Nochmal ein Versuch, vielleicht schaffen wir es diesmal. Joule. Das würde ich sagen, zum Glück schon eher Richtung Wahrheit. Wir gucken trotzdem nochmal. Also entweder mache ich hier irgendwas ganz gehörig falsch. Oder mit der Waffe ist irgendwas ganz gehörig falsch. Ich persönlich halte die aber die 0,37 Joule. 0,42. Die Ergebnisse würde ich sagen, halte ich für relativ wahrscheinlich. Ich probiere es jetzt nochmal ein bisschen offscreen, sage ich mal. Ganz einfach deshalb halte ich die für wahrscheinlich, weil ich vorhin schon ein bisschen geschossen habe und ich hatte schon auch 0,5 Joule Waffen, natürlich auch deutlich mehr schon. Das ist bisher die Schwächste. Also wird auf jeden Fall gefühlt, keine 0,5. Ich werde mal kurz ein bisschen rumprobieren jetzt offscreen und dann nochmal kurz Bescheid sagen, wie das so aussieht. So, da bin ich jetzt nochmal kurz zurück. Und zwar hatte ich jetzt noch ein bisschen rumprobiert. Noch natürlich auch ein paar komplett Fehlinterpretationen hier des Geräts, aber auch wenn was rausgekommen ist, dann in der Größenregion. Also etwa 0,41 Joule. Ja gut, 0,41, 0,4 bis, also zwischen 0,3 und 0,5 war da alles mit dabei. Ich nehme jetzt einfach mal so quasi den Mittelwert. Frage ist natürlich auch, inwieweit das Gerät hier das Ganze messen kann, weil ja einfach drei Kugeln mehr oder weniger gleichzeitig durchgehen. Ja, ich weiß, das Ding kann auch die Rate of Fire berechnen, die Frage, also auch anzeigen auch. Die Frage ist halt, ob er merkt, ob er jetzt quasi denkt, das wären jetzt drei Kugeln wirklich, oder ob er jetzt halt sagt, okay, da ist irgendwas komplett kaputt. Das kann ich echt nicht einschätzen, wie das bei dem Gerät hier ist. An sich war der bisher immer ganz gut dabei, aber bei der Shotgun versagt er jetzt entweder oder die Shotgun versagt. Wer auch dazu einen guten Tipp hat, wie das Ganze zu lösen ist oder woran es liegt oder wie auch immer, einfach in die Kommentare damit. Bei Sniper AS ist sie mit 0,9 angegeben. Das erreichen wir jetzt hier nicht so ganz und das 0,9 haben auch etwa meine gefühlt hat sie die einfach nicht erreicht. Vorhin auch schon, als ich damit geschossen habe, sind die Kugeln relativ früh wieder zu Boden gefallen. Von daher gehe ich mal davon aus, dass das etwa hinkommt mit den unter 0,5 Joule.
Ist natürlich deutlich enttäuschend und immer noch keine Kaufempfehlung. Von daher freue ich mich auf die Kommentare zu den guten Tipps und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.